Eine Großrazzia gab es heute in Cottbus, Frankfurt-Oder, Hennigsdorf und Kolkwitz, die sich gegen rechts richtete, gegen Personen aus der Hooligan-, Kampfsport- und rechtsextremen Szene. Der Einsatz fand nicht allein in Brandenburg statt, aber hier lag der Schwerpunkt. 6 Uhr morgens, Cottbus. Eine groß angelegte Razzia der Polizei. Auch ein Laden für rechte Modelabels wird durchsucht. Bis vor kurzem firmierte dieser Laden unter dem Namen eines polizeibekannten Rechtsextremisten und Kampfsportlers. Gründungsmitglied der rechtsextremen Hooligan-Gruppierung Inferno Cottbus. Ermittelt wird gegen 20 Beschuldigte. Es geht um Bedrohung, Körperverletzung, illegalen Waffenbesitz und Steuerhinterziehung. Die Durchsuchungen im heutigen Morgen haben insbesondere in Cottbus und Umgebung stattgefunden, aber auch in weiteren angrenzenden Bundesländern. Dabei ist Berlin betroffen, Sachsen und auch Mecklenburg-Vorpommern. Die Durchsuchungen auch in Frankfurt-Oder richten sich gegen Mitglieder der rechtsextremen Szene. Der Verdacht, Fußball-Hooligans, Neonazis und rechte Kampfsportler haben in und um Cottbus ein weit über die Stadt reichendes kriminelles Netzwerk gebildet. Dazu gehören auch Türsteher-Szene, Teile des Sicherheitsgewerbes, Musiklabels und Bekleidungsläden. Der Verfassungsschutz stufte diese Szene bereits im Januar im RBB als äußerst gefährlich ein. Aktuell in Brandenburg ist diese rechtsextremistische Mischszene im Raum Cottbus der Hotspot im brandenburgischen Rechtsextremismus. Es ist ein für uns als Verfassungsschutz ein toxisches Gebilde. Ein toxisches rechtsextremes Gebilde mit Verbindung ins Ausland und zu organisierter Kriminalität, berichten Informanten, die aus Angst unerkannt bleiben wollen. Nee, diese Netzwerke sind keine lokale Geschichte. Es geht europaweit, es geht nach Frankreich, es geht nach Russland und es geht nach Polen, diese polnische Hooligan- und Nationalistenszene. Bei denen geht das total in Richtung organisierte Kriminalität, Drogenhandel, Prostitution. Das ist echt ein erschreckendes Bild, was man da bekommt. Das haben offenbar auch die Ermittlungen der Brandenburger Polizei ergeben. Cottbus Bürgermeister weiß seit langem um das Problem. Bisher ist es der Stadt nicht gelungen, die rechtsextreme Szene ernsthaft zurückzudrängen. Wir werden einen langen Atem brauchen, aber wichtig ist, dass wir das Problem erkannt haben und dass hier die gesellschaftlichen, demokratischen Kräfte dabei sind, diesen Extremisten auch Einhalt zu gebieten. Nicht nur Cottbus ist betroffen, die dortige Szene soll nach RBB-Informationen auch die fremdenfeindliche Kundgebung in Chemnitz mit organisiert haben. Morgen will die Polizei weitere Details bekannt geben. Im Studio ist mein Kollege Olaf Sundermeier, gehört zur Redaktion RBB Recherche, hat viel zu rechtsextremen Netzwerken gerade im Süden Brandenburgs recherchiert, beobachtet. Wen sollte dieser Schlag nun genau treffen? Naja, der Süden Brandenburgs ist in der Region um Cottbus die gesamte Lausitz, der Schwerpunkt der rechtsextremistischen Szene insgesamt in Brandenburg. Dort finden die meisten Aktivitäten statt. Dort findet auch die meiste rechte Gewalt statt gegen Andersdenker, gegen auch rassistisch motivierte Gewalt. Und wir haben es dort mit einer Szene zu tun, die seit rund 10 Jahren dafür sorgt, dass der Süden Brandenburgs immer wieder diese Schlagzahlen gerät. Und die Polizei will dieser Sache jetzt endgültig einfach mal etwas entgegensetzen. Und es hat dort ein Verfahren gegeben, ein großes Ermittlungsverfahren, das über ein Jahr gedauert hat, um an den Kern dieser Szene vorzugehen. Und das sind diejenigen, die wir in dem Beitrag gesehen haben, tatsächlich das Umfeld, das rechtsextremistische Hooligan-Umfeld von Energie Cottbus und anderen. Lassen die sich beeindrucken von solcher Aktion wie heute? Den Eindruck habe ich schon. Die ersten Leute aus der Szene tauchen regelrecht ab. Wir haben zum Beispiel einige Läden, die übertragen werden, die mittlerweile von anderen Leuten geführt werden. In der Vergangenheit hat es ihnen andersrum gesagt Auftrieb gegeben, dass eben kein Zeichen gesetzt wurde, nicht aus der Zivilgesellschaft, auch nicht aus dem Stadionpublikum, auch nicht von dem Staat in der konsequenten Art und Weise, wie wir das heute erlebt haben. Und wir hören ja auch den Oberbürgermeister Holger Kelch heute erstmals, der sagt mit anderen Worten, okay, wir haben das Problem lange Zeit nicht in dem Maße beurteilt, wie es sich jetzt darstellt. Und damit macht er sich natürlich auch mitverantwortlich. Und erkannt heißt dann auch nicht Einhalt gebieten. Nein, aber das ist der nächste Schritt. Also die Erkenntnis ist ja, wie man so schön sagt, der erste Schritt zur Besserung. Und dass die jetzt die Staatsanwaltschaft, das Landeskriminalamt, das ist ein großes Verfahren, das Landeskriminalamt, das aus Potsdam ausgeführt wird, dieses Zeichen heute gesetzt hat, ist auch so etwas wie ein Weckruf für die Politik, nicht nur
für den Oberbürgermeister der Stadt Cottbus, Holger Kelch, sondern auch für viele andere zu sagen, wir lassen es nicht zu, dass Cottbus im Prinzip zur Frontstadt der rechtsextremistischen Szene erklärt wurde. Bundesweit wird immer wieder mobilisiert, auch zu Demonstrationen in Cottbus, zu diesen Demonstrationen von Zukunft Heimat, die wir auch aus der Berichterstattung immer wieder kennen. Und die harte, gewalttätige Szene, mit der wir es heute zu tun bekommen hatten, bei diesen Polizeirazzia in Cottbus, hat auch damit zu tun. Danke für die Einschätzung, Olaf Sundermeier, meinem Kollegen aus der RBB-Recherche-Abteilung, wollte ich sagen, Redaktion. Dankeschön.